Schlangen. Aiden, hilf mir. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mach schon einen. Oh, Entschuldigung. Also mit dem kann man nichts machen. Halt so rum. Mein Motorrad. Das ist perfekt. Rolle auch für einen übernehmen. Kann ich mit denen reden? Nee. Warte mal. Ich hab die Idee. Wo ist jetzt das blöde Motorrad wieder? Schätzchen? Was kann ich hier machen? Bin ich bescheuert? Also ich will nur aufs Auto schießen, ansonsten... Scheiße, Mike! Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knarre weg! Los! Hey! Was machst du denn verflucht? Okay, Mike! Das reicht jetzt! Bist du völlig bescheuert? Was? Ach, ich muss auch noch selber lenken. Ja, alle. Oh. Ich sehe eh schon fast nichts. Was? Wie lenke ich denn dieses blöde Teil? Ich sehe, dass ein Auto kommt und ich... Ach Gott, ist das Fenster hier. Alte Schwede. Boah, ich glaube, wenn das Kapitel vorbei ist, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Weil irgendwie... Oh. Ich hoffe, es kommt kein Auto. Ich habe Angst. Da fahre ich jetzt von alleine. Ich hoffe. Scheibenkleister. Oh. Hey, was ist denn das? Ey, ich bin froh, dass keine Autos kommen. Was? Hm. Okay, das sieht er nicht. Aber ist er aber auch genauso wenig. Boah, ich hoffe, ich... Oh. Keine Chance. Wir fahren Nein. direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Nein. Es geht los. Wir sind kommen!
cool. Okay, das finde ich wieder cool. Wow. Feuer einstellen! Ich sagte Feuer einstellen! Was die Scheiße. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, sperre Durchbruch. Okay, also so sind die dann auf unsere Spur gekommen im Prolog. So sind wir entkommen, aber weshalb werden wir gesucht? Also da muss ja irgendwas zwischen dieser Party da stattgefunden haben und zwischen dem Zug. Oh, das macht bestimmt aber Spaß, wenn du das nochmal nach der Reihenfolge spielst. Ey! Au! Geht's noch? Oh, was ist denn jetzt kaputt? Oh, Hilfe? Gruppe 3, in Position! Was? Sie sind umstellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben, dann sollen Sie ihn kriegen. Heiden? Zeig, was du kannst, Aiden. Gerne. Nein, Aiden, das ist mein Versteck, nicht die Autos. Entschuldigung. Wo ist denn der Helikopter? Da. Okay. Oh, jetzt sind wir beide. Okay, ist mir doch egal. Das, okay, das macht jetzt wieder Spaß. So, meine Hübschen. Hoch mit mir. Time to say goodbye. Da unten haben wir noch jemanden. Warte mal, kann ich hier vielleicht eine übernehmen? Den da. Okay, da. Die töten mich, Aiden. Ja, ja, ich bin doch schon dabei, mein Mädchen. Oh. Ja, ich bin schon dabei. Ja. Macht's gut, Jungs. Viel Spaß euch. Ja, Mensch, Herr, zack, fix hier. Okay, auf Position. Ich weiß nicht wie. Die Tür, Aiden, ich komm nicht rein. Mach die Tür auf. Ja. Sie kommen mir. Du musst mir helfen. Ja, ich bin ja schon dabei. Lass das sein.
muss ja auch. Alter, wir haben mich gleich. Komm schon, Aiden, hilf mir! Alter! Ich mach ja schon, Mädchen. Kann ich hier noch irgendwen übernehmen? Ey, das ist. Sie kommt los, du musst dich stoppen! Tu was, Aiden! Auf Position! Alter, ja! Ah! Ey, das ist gar nicht so einfach! Sie kommen jeden Moment rein! Hilf mir, um Gottes Willen! Helikopter! Helikopter? Hol das Ding aus der Luft! Gerne! Da bin ich dabei! Wir sind hier! Wir kommen rein! Schnell, Aiden! Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ja schon die ganze Zeit den Helikopter runtergeworfen. Aber ich bin ja nicht hochgekommen. Alter Schwede. Es war cool, aber die Alte, die nervt die ganze Zeit, wenn die immer nein labert. Alter Schwede. Also wie gesagt, ich glaube, nach diesem Kapitel, wie man es nennen mag, werde ich dann erstmal eine Aufnahmepause machen. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen, denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Nein, haben wir ja im Prolog gesehen. Im Zug entkommen, im Wald entkommen, die Stadt verwüstet. Ich wollte gerade sagen, das haben nur 98% geschafft. Das Zugdach erreicht, über die Toilette, mit dem Motorrad entkommen. Mein imaginärer Freund, aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und beginne dann im nächsten Kapitel wieder mit meinem imaginärer Freund, weil das war jetzt gerade so ein bisschen so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Entweder, ich weiß nicht, ob ich es dann an diese Folge ranschneide oder ob es dann eine separate Folge wird. Aber ich sag einfach, bis später. Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Beyond Two Souls. Ja, es geht weiter. Ich hoffe, ich passe jetzt ein bisschen besser von der Lautstärke her, weil ich festgestellt habe, mein Mikro war doch ein Ticken zu laut. Okay, bei dem Hund mich jetzt gerade irgendwie an Five Nights at Freddy's denken. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mami! Weil ja doch das Spiel sehr nervend aufreibend war. Auf jeden Fall mal mehr Action-Elemente bis jetzt drin als die anderen Spiele. Ich weiß jetzt nicht, wie Fahrenheit von denen ist, von Quantic Dream. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Ja, hier ist sie noch bei ihren Eltern. Ich frage mich aber die ganze Zeit, ob die je wieder Kontakte zu ihrer Mutter hatte. Ich muss erstmal gerade wieder in die Steuerung reinkommen. Hier? Ah, jetzt hat er. Ja. Ja, ich frage mich, ob sie echt wirklich Kontakt zu ihrer Mutter wieder hat. Weil ich weiß, wir fliehen ja, aber ich weiß auch, wollen wir eigentlich jetzt nicht entsetzen, was jetzt aber so genau passiert ist. Warum sie jetzt genau auf der Flucht ist, das ist doch, ich würde sagen, das sah jetzt gerade aus wie das wandelnde Schloss. So, wie stehe ich nochmal auf? So. Ich finde die manchmal nicht vorhandene Kamerasteuerung ein bisschen, ja. Komm, wir gehen mal zu Mami. Gucken wir mal, ob da mit irgendwas interagieren kann. Kann ich wechseln?
Wie konnte ich... Oh Gott, jetzt muss ich erstmal gerade selber wieder reinkommen. Ah! Okay, so war das. Gut. Ja. Ich muss erstmal gerade wieder reinkommen in die Steuerung. Es ist jetzt doch wieder eine Woche her, wo ich gespielt habe. Und zwischenzeitlich dann doch ein paar andere Spiele. Und das ist ja... Oh, Kekse. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Oh. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Oh. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Was gibt's hier noch? Muss ich noch da hinsetzen? Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Weitergehen können oder ob dann irgendwas kommt mit nee, wir dürfen hier nicht weiter, wir müssen wieder zurück wie in den anderen Spielen. So, was haben wir denn hier so Schönes? Wow. War das Aiden? Ach du... Ich frage mich aber gerade immer noch, ob dieser Aiden oder Aiden, wie er ja im Spiel heißt, ob der, Jodie, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Mach ich, Mama. Ja, ich frage mich jetzt gerade echt, ob... Bitte, Jordi. Ich hab's zu tun. Oder wirklich, so, wirklich imaginärer Freund oder ob einfach wirklich in dieser Welt nur paranormale Aktivitäten gibt. Trotzdem. Ich glaube, ich. Kenne ich den Vater jetzt? Elterliche Schlafzimmer. Kann man hier irgendwas machen? Oh, wollte ich nicht, aber auch nicht. Ich übersehe immer die Punkte und immer wenn die Punkte sind, drehe ich die Kamera und ja. Oh, was haben wir hier? Wie war das so? Hier. Hihi. Das erinnert mich, als Kind habe ich das auch gemacht. Ja? Ach, das sind Fotos. Okay. Das Foto. Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Ja. Fühlst du das auch? Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis Sie einen Erinnerungsschub haben. So. Was? Hab ich? Wie geht das so? Ah! Okay, oh, um Gottes Willen. Es tut mir so leid. Ich habe alles versucht.